Wer will noch... Nee, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Also. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Die Gulaschkanone ist bereit. Ja, moin und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Geschmackserlebnis mit einer neuen Folge Outdoor-Kochen zu Hause bei meinen Eltern. Das Feuer läuft schon im Hintergrund. Es kann hier gleich losgehen mit Gulasch auf ungarische Art. So, was brauchen wir für Zutaten heute? Das ist eine ziemlich simple Nummer. Wir brauchen einen Haufen Zwiebeln. Wir haben so ein Verhältnis ungefähr 2:1. Wir gucken mal, vielleicht machen wir auch irgendwie ein bisschen mehr von der Zwiebel. Gibt immer schöne Süße mit rein. Also wir haben hier 2,8 Kilogramm Welsh Black und Black Angus wieder von Bernd, gemischtes Gulasch. Super. Die Hauptzutat, ganz wichtig, Paprikapulver und davon nicht zu knapp. Wir haben so ein edelsüßes, das werden wir da ordentlich mit reinpfeffern. Richtig Paprika machen wir nicht rein, finde ich nicht gut, aber wir machen Paprikapulver. Als optionale Zutat haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen gefrorene Rinderbrühe bzw. einen Rinderbratensatz. Nicht wegschmeißen, kann man super mit im Gulasch verarbeiten, den werden wir noch benutzen. Und dann brauchen wir natürlich Wasser als Flüssigkeit. Wir haben hier auch noch ein bisschen was von Mamas Rinderbrühe, so eine ganz klare, recht fettig. Salz, Pfeffer ist klar, das kommt dann immer alles zwischendurch. Als Beilage heute nicht richtig typisch ungarisch, aber sicherlich eine feine Sache. Ofenkartoffel bzw. Folienkartoffel auch gleich direkt in der Glut. Und dazu grünen Spargel, lecker in einer Eisenpfanne, direkt auf dem Feuer mit Salz und Pfeffer und Olivenöl. Das wird eine schmackhafte Nummer. Lass uns loslegen. Topf aufs Feuer, reichlich Öl dazu und Fleisch dazu. Das ist was. Ja, das ist jetzt hier eine Variante. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt auch die Methode, wo man zum Beispiel erst die Zwiebel reintut und anschwitzt und das Fleisch nur oben drauf hat. Wir haben jetzt aber mal mit dem Fleisch angefangen. Und da kommt dann gleich Zwiebel und Flüssigkeit und Gewürz dazu. Und dann kommt das Ganze hier wirklich 2 Stunden, vielleicht auch 2,5, aufs Feuer. Und dann wird das eine ganz schmatzige Angelegenheit. Unterdessen wird hier vom Küchengehilfen eine halbe Tonne Zwiebeln gehackt bzw. geviertelt. Ja, wir sind jetzt hier ungefähr beim Kilo, machen wir noch 1, 2 dazu und dann haben wir es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt kommen die Zwiebeln mit ins Spiel. Sonst wird das Ganze zu trocken. Oh. Nein! Ist einer über Bord gegangen. Okay, wir haben das Ganze jetzt scharf angebraten, damit wir hier so ein bisschen Röstaroma mit drin haben. Ne? Deswegen die Variante erst Fleisch, dann Zwiebel. Das Ganze wird jetzt vermengt. Wir lassen noch mal ganz kurz anschwitzen. Damit Rotwein ablöschen. So, was wird das denn hier? Gulasch. Das ist ja noch Ungar. So, hat er gerade Ungar gesagt? Ungarn? Ja, wir machen wieder kleine geschichtliche Exkursion. Wo kommt denn dieser Begriff überhaupt her? Gulasch, ja? Aus dem Ungarischen von den Rinderhirten von damals. Die haben nämlich Gulias gemacht. Gulias war allerdings eher so eine Suppe. Viel flüssiger, mehr Flüssigkeit drin. Wir machen jetzt eigentlich klassisches Pörkölt. Und Pörkölt ist so diese Ragout-Form, wo wir eher zähes oder minderwertiges Fleisch nehmen. Das war eben das, was sie zur Verfügung hatten. Und das kochen wir über einen langen Zeitraum schön, saftig, gar. Und damit das Ganze eben auch essbar wird. Und ja, wir danken das den Ungarn, dass sie uns das hier quasi überliefert haben. Es gibt 1000 verschiedene Originalrezepte. Von daher würde ich da keinen Senf drauf geben. Das ist jetzt mein Originalrezept. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, aber so viel zum Thema Ungarn und wo es herkommt. Prost auf die ungarischen Rinderhirten von damals. Wir löschen jetzt ab mit einer kompletten Flasche Rotwein. Es gibt hier Leute, die sagen, das müsste Tokaja Süßwein sein, so ein weißer. Aber wir machen das einfach allein schon aus Überzeugung und der roten Farbe wegen mit rotem, trockenen Wein. Wir addieren hier nochmal unseren Rinderbratensatz. Flüssigkeit muss rein, das muss richtig saftig werden. Stößchen, auch noch eben dieses kleine Gläschen von dem klaren Rinderfond. Nochmal ein Liter Wasser. So, jetzt haben wir hier
den Punkt erreicht, an dem gewürzt werden muss. Und zwar kommt jetzt hier nochmal reichlich Paprika edelsüß rein. Es soll Farbe kriegen. Und man kennt das ja manchmal so aus einer Mensa oder so, wenn man mal so ein ungarisches Gulasch probiert, dann ist da noch Paprika im Stück drin. Das gehört da in meinen Augen nicht rein, aber das ist auch Ansichtssache. Noch etwas Kümmel dazu. Da freut sich die Schwester, die mag das gar nicht. Und etwas Salz. Am Ende können wir ja nochmal abschmecken und den finalen Schliff machen. Damit die 2 Stunden nicht zu lang werden, Zeitvertreib. Oh, Mann. Oh, ist das scheiße. Oh. Lassen wir das. Widmen wir uns einfach mal wieder dem Kochen. Da, wo wir ein bisschen mehr Erfolg haben. Für die Folienkartoffel im großen Stil schon mal die Glut vorbereiten. Da kommt einmal hier die Industrieschubkarre zum Einsatz, rums. Und dann lassen wir das schön von der Seite hier ein bisschen durchglühen, damit wir ein leckeres Bett haben, wo dann die Folienkartoffel drauf kommt. Das sieht ja auch schon mal ganz schmackofatzig aus. Schöne Farbe, schmeckt auch schon gut, aber Stündchen darf er noch. Das Warten hat ein Ende, die 2 Stunden sind schon rum. Das Gulasch sieht schon mal ganz famos aus, da kann man schon mal reingucken. Aber jetzt kommen hier erstmal die Kartoffeln, unsere erste Beilage, schon mal so ein bisschen hier in die Glut. Wir haben so ein bisschen das Feuer verlagert zur einen Seite hin. Und jetzt versuchen wir hier schon mal vorsichtig die Kartoffel zu garen. Aber das ist doch hier erstmal ein Blick wert. Das Gulasch. Mittlerweile ist es wirklich gares Gulasch und kein ungarisches Gulasch mehr. So, es geht an die dritte Speise, die es hier heute gibt. Es geht an den Spargel. Wir machen schon mal die Pfanne heiß. Ist das schon? Bist du dabei? Ja. Okay, grüner Spargel, schön scharf gebraten. Da knuspert da eigentlich schon los. Boah, da wär's blind. Und dann bisschen Salz und Pfeffer. Und dann ist das eine schöne optische Beilage. Oh, hier ist das ein Geräusch. Fein Salz. Lecker Schmecker Pfeffer drauf. Und ein bisschen wenden. Heiß! Einmal testen, ob die schon fertig sind. Und das ist ein Bild. Schön knallig gelb, außenrum nicht mal schwarz geworden. Aber die sind fertig. Da können wir jetzt den Spargel finalisieren und auftischen. So, das war hier wieder unser Outdoor-Erlebnis. Ungarn auf Ammerländer-Art, sagen wir mal so. Mit grünem Spargel dazu, Saison abhängig. Schön die Kartoffeln und das Ganze sieht fertig famos aus. Haben wir das noch ein bisschen, ne, wie in so einem Fotostudio hergerichtet. Hier drüben, schön die Kartoffeln mit einem kleinen bisschen Tzatziki, grüner Spargel und schönes Gulasch von Bernds Fleisch. Herrlich, was will man mehr? Schöne Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Geschmackserlebnis.